Ist genau das richtige Stichwort. Der nächste ist nämlich Klaus Arndt. Er ist Leiter der Stabsstelle Zentrales E-Government der Stadt Moers. Seit 2013 bietet Moers eine eigene Open-Data-Plattform, die nun nach und nach mit den entsprechenden Daten befüllt wird. Und er wird uns über die Vorteile für Bürger und die Umsetzungsfragen bei Open-Data in der Kommune etwas erzählen. Ja, danke für die Einladung hier zu dieser spannenden Veranstaltung. Ich versuche mal ein guter Gast zu sein. Das wird mir nicht ganz gelingen, weil ich auch zwei, drei kritische Worte zu dem, was ich hier gehört habe, vielleicht nochmal loswerden möchte. Vielleicht passt es da ganz gut, dass ich so ein Wort wie Kulturschock hier in meine Folien, in meinen Folientitel mit aufgenommen habe, denn so bei manchen Beiträgen, die ich heute gehört habe, ist der Kulturschock offensichtlich, steht der unmittelbar bevor, wenn wir über Digitalisierung hier in Thüringen sprechen. Deswegen ein kritischer Einwurf nochmal zu Ihrer Aussage, lasst Facebook Fanpages sein als Kommunen. Dazu gibt es in Deutschland im Moment noch keine rechtliche Handhabe. Wir warten auf das Urteil in Berlin vom Bundesverwaltungsgericht am 25.02. Da gibt es die große Verhandlung Thilo Weichert gegen den Rest der Welt. Im Moment haben wir in Deutschland noch keine Sorge, dass wir als Kommunen Facebook nicht nutzen dürfen. Mal gucken, ob sich das an dem Tag ändern wird. Von daher, sag ich mal, diese Aufforderung, lasst es sein, kann ich aus datenschutzrechtlicher Sicht irgendwo nachvollziehen. Aus pragmatischer und rechtlicher Sicht im Moment in Deutschland ist das, glaube ich, noch nicht so geboten in dieser Deutlichkeit. Dann fand ich es interessant, leider ist der Herr nicht mehr da, der Staatssekretär, der gesagt hat, Ihren Einwurf aufgreifend, wir sind bei 0,5, 0,6 statt bei 4,0 oder 4,0. Sagte, okay, eigentlich ist es ja gar nicht schlecht, dass hier in Thüringen keine Maschinenstürmerei sozusagen losgetreten wird. Ich glaube, da sind wir 10 Jahre zu spät, um ein solches Statement loszulegen. Die Welt da draußen, ich sag mal, verlangt auch von Kommunen oder von Landesbehörden und Bundesbehörden sicherlich ein großes Engagement in Sachen E-Government und Digitalisierung. Insofern hätte man sich sozusagen von den Wortbeiträgen am Anfang vielleicht noch ein bisschen mehr Schwung wünschen können für den Rest der Veranstaltung. Aber es wurde ja schon von den anderen Vorrednern hier bei den Beiträgen, wurde ja gut sozusagen nachgelegt und schöne Beispiele genannt, wie es gehen kann. Und ich versuche jetzt zum Thema Open Data so ein bisschen Klarheit reinzubringen, wie es gehen könnte aus Sicht der Stadt Moers mit so ein paar Beispielen. Und ich hoffe, dass es hinterher ein bisschen klarer ist, worum es da geht. Ich habe es mal versucht einzuordnen, nochmal so ganz kurz, wo befinden wir uns eigentlich mit dem Stichwort Open Data oder Open Government Data, also wir reden ja über Verwaltungsdaten, die wir herausgeben wollen. Das Ganze läuft im Prinzip unter dem Stichwort Open Government, das hat verschiedene Bausteine, die auch verschieden vehement aufgegriffen werden in der aktuellen Diskussion. Ein wichtiger Beitrag ist ja heute auch schon mehrfach angeklungen, die Bürgerbeteiligung übers Internet, also E-Partizipation oder Dinge wie Zusammenarbeit über digitale Medien, aber auch Open Content als Bereich, der jetzt abseits von Daten sich abspielt, wo es um Dokumente geht, also wo wir viel stärker noch in Richtung Transparenzgesetz abzielen. Und all diese Dinge, all das zusammen ergibt dieses große Stichwort Open Government, das im Prinzip E-Government fast schon abgelöst hat in der aktuellen Diskussion. So, ich habe es mal so ein bisschen versucht, anders darzustellen. Also ganz kurz nochmal, worum geht es bei Open Data? Es geht um strukturierte Daten, die die Verwaltung hat. Es geht um Maschinenlesbarkeit der Informationen, damit auch sie entsprechend softwaremäßig weiterverwendet werden können auf einfache Art und Weise. Es geht um die zeitnahe Bereitstellung der Daten, also nicht die Wahlergebnisse von 2010 heute online stellen, das wäre ein bisschen spät. Es geht um offene Formate, also das beliebte PDF-Dokument stellen sich die Open Data-Aktivisten sicherlich nicht vor als Basis für ihr Tun. Es geht um die Vollständigkeit, das ist ein Begriff, der Verwaltung oft große Bauchschmerzen bereitet. Also wer gibt schon alles preis, was man hat? Also da guckt man doch lieber, ob man die Daten vorher nicht so ein bisschen bereinigt, damit die kritischen Punkte vielleicht gar nicht veröffentlicht werden. Genau darum geht es ja nicht. Am Ende soll ja an irgendeiner Stelle auch Transparenz entstehen.
geht um die Lizenzfreiheit. Da ist Deutschland ganz gut aufgestellt, weil das Bundesinnenministerium eine Lizenz entwickelt hat, die mittlerweile auch großen Anklang findet und sozusagen auch den Kommunen ein schönes Instrument an die Hand gegeben hat. Ja, und alles kostenlos. Dazu vielleicht mal so ein kleiner Seitenhieb will ich das gar nicht nennen, sondern eine kleine Anekdote, die ich jetzt gelesen habe in der Zeitung hier aus Thüringen. Da geht es um eine Anfrage eines Landespolitikers, eines Abgeordneten des Landtages, der Umweltdaten haben wollte und der sollte dann 42.000 Euro dafür bezahlen, um diese Daten für seine politische Tätigkeit verwenden zu dürfen. Das ist in Zeiten von Transparenzgesetz oder Open Data ein Punkt, der Vergangenheit angehört. Das ist also ein Ding, was aus meiner Sicht definitiv nicht passieren kann, auch heute schon nicht. Aber wenn wir Richtung Open Data gehen, da geht es um diese 0 Euro und um keine Hürden finanzieller Art, denn das würde viele gute Projekte auch blockieren oder eine wirtschaftliche Nutzung blockieren. Ja, und am Ende, alles muss raus zum Vorteilspreis. Es geht eben um die Vollständigkeit der Information, um alle Daten, die eine Behörde so pflegt für das eigene Tun. Und wenn man das alles liest, kann man sich vorstellen, dass es Schwierigkeiten geben kann. Ich habe es mal auch im Schrifttyp versucht, ein bisschen herauszuarbeiten, mit welcher Einstellung sozusagen man leben muss, wenn man ein Projekt wie Open Data in die Verwaltung hereintragen möchte. In Moers glücklicherweise etwas weniger als in vielen anderen Kommunen. Denn wenn irgendeiner kommt und sagt, ich will deine Daten kostenlos zur Verfügung stellen für alle, dann geht die Angst im Hause um. Das ist bei vielen eben so. Das ist eine Erfahrung, die wir alle sicherlich mal gemacht haben, wenn wir Modernisierungsprojekte anstoßen. Da kommen ganz schnell die Bedenkenträger und sagen, okay, die Daten können missbraucht werden. Also auch unser Kämmerer hat gesagt, nee, den Haushalt gebe ich dir nicht als XML. Wir haben den ja als PDF online. Sonst kann man die Daten viel einfacher missbrauchen. Ja, wir haben kurz darüber gesprochen. Ich habe ihm die Seite offenehaushalt.de gezeigt, auf der Aktivisten die PDFs des Bundes, der Bundesverwaltung sozusagen gescrapt haben und in anderer und sehr schöner Art und Weise visualisiert haben. Ich habe gesagt, guck mal, das passiert auch mit PDFs. Was willst du eigentlich? Sagt er, okay, kannst du haben. Ne? Also manchmal geht es sehr schnell, aber es gibt diese Bedenken. Ganz wichtiger Punkt, dieser Verlust der Deutungshoheit. Wenn ich Daten rausgebe als Kommune, ich sage mal Migrantenanteile in den Stadtteilen, dann möchte ich da erstmal die Daten rausgeben, die ich interessant finde und ich möchte die auch noch interpretieren. Und dann ist auch Schluss, dass man alle Daten rausgibt und jeden sozusagen darüber beraten lässt und zur Interpretation freigibt. Da haben manche Leute eben Probleme. Datenschutzprobleme haben wir ja heute schon häufiger angesprochen. Per Definition geht es bei Open Data um Dinge, die nicht datenschutzrelevant sind, also keine personenbezogenen Daten. Es gibt einige Konstellationen, über die man wirklich genauer sprechen muss. Ich sage mal, Luftbildaufnahmen ist so ein schönes Thema, wie hoch darf die Bodenauflösung sein und solche Dinge. Aber es gibt ganz, ganz viele völlig unkritische Daten in einer Verwaltung, die man relativ unkompliziert rausgeben kann. Rechtliche Unsicherheiten, Urheberrecht spielt da eine große Rolle. All das wird einem entgegengeworfen und an mancher Stelle auch das Thema Einnahmeverlust. Wenn ich zum Beispiel Geodaten verkaufe bisher und ich gebe sie jetzt kostenlos raus, dann muss ich mir natürlich Gedanken machen, ja, wie sieht es mit der Wirtschaftlichkeit aus, gerade in Zeiten Klammerhaushalte. Aber da gibt es auch ganz interessante Berechnungen mittlerweile, dass es vom Verwaltungsaufwand her gesehen so hoch ist, diese ganzen Einnahmen auch wirklich nachzuverfolgen und zu erheben, dass es manchmal wirtschaftlicher ist, die Daten einfach so rauszugeben und der gesellschaftlichen Nutzung zuzuführen. Ja, Kulturwandel, also statt Kulturschock, das wäre sozusagen die große Devise meines Vortrages. Ich habe es mal für Moers ein bisschen kurz ausgezeigt, dieses funky Bild stammt aus unserer digitalen Vergangenheit. Das war sozusagen ist ein Screenshot unserer allerersten Webseite, noch sehr 70er Jahre geprägt, glaube ich, obwohl es Ende der 90er, glaube ich, online gegangen ist. Aber hier haben wir sozusagen den ersten Versuch gestartet, den Kulturwandel anzustoßen, indem wir einfach gesagt haben, wir machen so ein digitales Gästebuch. Und zwar, man konnte anonym
und ohne vorherige Freigabe der Beiträge hier Sachen reinschreiben. Wir haben dann gehofft, da sagen alle, Mörs ist schön. Die Bedenkenträger, die mit der gruseligen Schrift, die haben vorher schon gesagt, da kommen aber auch ganz schlimme Sachen und zu ganz komischen Uhrzeiten. Aber wir haben es gewagt und mussten am Ende feststellen, ja, dass dieser erste Schritt eigentlich völlig unkompliziert war. Ne? Da kam auch mal irgendwie eine kritische Anmerkung, aber an sich hat es ganz gut funktioniert. Das hat sozusagen die ersten Weichen gestellt. Dann ging es über Bürgerforen in ganz verschiedener Art und Weise. Also wir haben relativ stark Foren genutzt und nutzen auch heute noch Foren zu bestimmten Themen oder auch ein allgemeines Forum, in dem man auch anonym sich beteiligen kann. Und wir stellen fest, so schlimm ist das alles gar nicht. Das hat wirklich viel auch für, sagen wir, die Diskussion in der Stadtgesellschaft beigetragen und einen guten Beitrag geleistet. Dann war der nächste Schritt, jetzt müssen Sie weggucken, Facebook und Co. Also wir haben eine breite Palette von Social Media Angeboten, von Twitter, Facebook, auch verschiedene Einrichtungen, YouTube, Flickr und ich weiß nicht was alles. Und die Sachen werden extrem gut genutzt, kommen super an bei den Leuten. Und haben sehr, sehr viel auch zur Diskussion beigetragen und zum Imagewandel und auch der Verwaltung sicherlich. Und wir nutzen das mittlerweile sehr intensiv, zum Beispiel auch für Krisenmanagement bei Bombenfunden oder bei Großschadenslagen. Da haben wir extrem gute Erfolge mit erzielt. Also da war es quasi nur noch ein leichtes für mich, eine Vorlage zu schreiben für den Verwaltungsvorstand und sagen, wir wollen jetzt auch noch Open Data machen. Das hat in Mörs am Ende keinen mehr gewundert, dass der Arndt auf solche komischen Ideen kommt. Der nächste Schritt sozusagen, die nächste Folie zeigt, welche Konsequenzen das hatte. Wir haben nämlich für Verwaltungsverhältnisse einen extremen Sprint hingelegt. Also ich hatte ein Projekt mit der Hochschule Rhein-Waal, da gibt es einen Studiengang E-Government, zum Thema Open Data mit zwei wirklich sehr versierten Studenten. Die haben so ein bisschen für mich recherchiert. Dann habe ich Ende Januar 2013 einen Beschluss des Verwaltungsvorstandes beigeführt. Und Sie sehen, zwei Wochen später im Prinzip, also wir haben fast dreijähriges jetzt hier auf den Tag genau fast, zwei Wochen später waren wir online. Das zeigt sozusagen, dass man mit einer gewissen Vorbereitung und einem länger sich anbahnenden Kulturwandel auch in einer deutschen Verwaltung zu relativ schnellen Entscheidungen und Umsetzungen kommen kann. Das soll auch hier in die Gruppe vielleicht nochmal motivieren die Chancen aufzeigen, dass man auch bestimmte Dinge schnell umsetzen kann in der Verwaltung. Ja, wir haben ganz klein angefangen. Sie sehen es mit 30 Datensätzen, das ist wirklich nicht spektakulär. Da waren ein bisschen Bevölkerungsdaten, ein paar Wahldaten, ein paar Geodaten drin. Und mittlerweile sind wir bei 233, der Stand gestern, vielleicht sind es heute schon wieder mehr. Wir haben also kontinuierlich versucht, die Datenschätze, die wir haben, zu heben. Mussten natürlich auch im Hause relativ viel Überzeugungsarbeit leisten. Wir haben aber auch ganz viele Kollegen und Kolleginnen getroffen, die gesagt haben, ja super, finden wir toll. Was soll ich allein auf meinen Daten rumsitzen, wenn andere die nutzen wollen? Auch wenn der Nutzen vielleicht noch gar nicht erkennbar ist für uns. Lass es doch machen, schadet ja nichts. Und der Aufwand ist dann mal relativ überschaubar, einen Datensatz ins Web zu laden. Das, was ich so drumherum betreibe, das werden Sie gleich noch sehen, das kostet ein bisschen Aufwand. Da muss man wirklich auch entscheiden, will ich es machen oder will ich es nicht. Und wir haben von Anfang an mit dem Bundesdatenportal kooperiert, mit GovData. Da darf ich jetzt nochmal einen kritischen Einwurf machen. Das Land Thüringen ist bisher noch nicht in der Lage gewesen, dieses Bundesportal finanziell zu unterstützen, wie viele andere Bundesländer auch. Aber es gibt auch noch ein paar andere, die es nicht tun. Das sei vielleicht an der Stelle auch nochmal gesagt, das ist ein super Projekt, zu dem wir auch als Kommunen, die Daten herausgeben, sehr intensiven Kontakt haben und zu dem wir stehen. Also die Kosten, wenn ich das richtig überblicke, sind so überschaubar, dass man eigentlich nicht lange darüber nachdenken müsste, sich da auch als Land zu beteiligen. Ja, der Paradigmenwechsel, der hinter diesem Kulturwandel steht, ist eben, ne, es ist alles öffentlich, was nicht ausdrücklich als geheim gekennzeichnet ist. Also da, wo Datenschutz, wo Urheberrecht oder sonst vertragliche, ausschreibungsrechtliche Dinge da entgegensprechen, da müssen wir vorsichtig sein. Aber ansonsten haben wir diese alte Arkan-Mentalität, ne, wir halten alles in unseren Schränken, die haben wir aufgegeben und wir sagen, der Grundsatz lautet Offenheit. Die Frage ist, ist das wirklich neu?
Und das muss man wirklich mal kritisch hinterfragen. Wir erleben das, ich weiß nicht, ob man es so sehen kann, das ist ein Ausdruck auf unserer Webseite, das ist der Haushaltsplan. Den veröffentlichen wir schon seit vielen Jahren in PDF-Format. So, und jetzt haben wir auf einmal die emotionale Revolution in den Köpfen der Verwaltung. Wir geben nämlich jetzt XML aus. So, und da frage ich mich, ob das der große Schritt für die Menschheit ist, wenn wir jetzt auf einmal statt PDF oder zusätzlich zu PDF auch noch XML rausgeben oder JSON oder andere kryptischen Formate. Ist da eigentlich irgendwo ein Mechanismus eingebaut, der den Verwaltungsleuten sagt oder den politischen Mitstreitenden sagt, da müssen wir jetzt 1000 Jahre drüber nachdenken. Das ist so neu, dass wir hier irgendwie einen Kulturschock kriegen. Eigentlich kann es nicht so richtig sein. Wir erleben seit weit über zehn Jahren eine Öffnung der Verwaltung über die Webseiten, die kommunalen Webseiten. Da werden Informationen auf Zehntausenden von Seiten herausgegeben. Aber wenn wir auf einmal Maschinenlesbarkeit haben, kryptische Formate, dann heißt es auf einmal wieder Stopp, alles auf Null. Die ganze Diskussion, die wir mit dem Internet vor über 10 Jahren hatten, die fangen wir jetzt bei Open Data nochmal neu an. Sorry, kann ich nicht so recht verstehen. Sie merken, ich bin so ein bisschen euphorisch. Mir wurde auch schon vorgeworfen von bestimmten Leuten, vor denen ich gesprochen habe, es war super, was du erzählt hast, aber das war uns zu euphorisch. Also Euphorie erzeugt Angst, ich weiß das, aber ich lasse mir die Euphorie nicht nehmen. Das vielleicht nochmal als Zwischeneinwurf. Aber man muss trotzdem sagen, ja, das ist ein großer Schritt für die Verwaltung. Und zwar, einmal veröffentlichen wir jetzt Sachen, für die wir vorher kein Veröffentlichungsinteresse hatten. Also wenn der Kämmerer sagt, ich finde es cool, den Haushalt, ich möchte den veröffentlichen, dann ist das eine, dann sieht die Verwaltung offensichtlich selbst einen Grund, einen Anlass, einen Vorteil. Wenn wir jetzt per se alles veröffentlichen, dann veröffentlichen wir auch Daten, die wir sonst, sagen wir, wären im Lebtag nicht drauf gekommen vielleicht. Irgendwelche Statistiken, die da schlummern, Vornamenstatistiken, ich weiß nicht was, alles so querbeet. Also wir gucken nicht auf uns, sondern wir gucken auf das, was wir haben und geben es raus. Das ist schon ein qualitativer Unterschied. Arbeitsprozesse müssen angepasst werden. Klar, die Daten müssen irgendwo herkommen. Es müssen vielleicht Schnittstellen zu Fachverfahren geschaffen werden, um die Daten in Echtzeit rausgeben zu können. Das sind Prozesse, die auch ein bisschen dauern können. Und das Wichtigste und das, was den Kulturschock am Ende ausmacht, ist, die Gründe, die gegen eine Veröffentlichung von Daten sprechen, die werden auf ein Mindestmaß reduziert, nämlich eigentlich auf rechtliche Vorgaben. Datenschutz, Urheberrecht, Peng. Der Rest zählt nicht. Wenn also mein Schulamtsleiter oder Fachbereichsleiter Schule und Sport sagt, die Schulstatistik, umfassende Schulstatistik, die kriegst du nicht, sonst haben wir nämlich eine Diskussion in den Stadtteilen, Migrantenanteile hier, Abschlussquoten da, dann haben wir uns das angehört und der Beigeordnete hat gesagt, ja, trotzdem geben wir die raus. Und da müssen wir uns der Diskussion stellen, wenn eine kommt. Aber das ist kein Grund mehr, die Daten im Kämmerchen zu halten. Wenn irgendwo Probleme entstehen, dann müssen wir sozusagen uns mit denen auseinandersetzen. So, und deswegen der Kulturwandel, das ist sozusagen der Abschluss zu diesem Punkt. Wenn ich einen Tweet mit meinem privaten Twitter-Kanal raushaue und sage, so, der Kulturwandel ist da, wenn mir Kolleginnen und Kollegen freiwillig Datensätze geben, wenn ich nämlich nicht da argumentieren muss, sondern wenn morgens bei mir eine Mail im Postkorb ist und sagt, hier hast du Daten, finde ich cool, Open Data, kannst du nehmen. Dann haben wir Kulturwandel erreicht, in kleinen Schritten, aber immerhin. Oder ist ein bisschen verrutscht. Ein paar Worte noch zum Nutzen und zum Thema Transparenz. Thüringen will ja Richtung Transparenzgesetz gehen, habe ich gehört. Was haben die Bürger eigentlich von diesem ganzen Kram, XML, JSON und so? Also wenn man das liest, das war die erste Frage, die eine Presse, eine Journalistin mir gestellt hat. Ja, ich habe mir das angeguckt, aber ich kann da gar nichts mit anfangen. Was haben denn die Bürger davon? Was soll ich denn da schreiben? Ja, in der Tat, das ist ja die Zielgruppe, auf die wir hier abzielen, sind Experten und Expertinnen. Die müssen nämlich damit was können und dass es Menschen gibt, die was können, das zeigt sich nach und nach. Ich habe mir hier so einen Screenshot mitgebracht aus unserem Portal. Mittlerweile haben wir einige Anwendungen, die aus unseren Daten entstanden sind, die unsere Daten nutzen. Das fängt an bei
bei einer Wetter-App, über eine Vornamen-App, die es gibt, eine ganz tolle Plattform Politik bei uns. Ich weiß nicht, wer sie kennt. Auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Da geht es um offene Ratsinformationssysteme. Mittlerweile eine Plattform, die es fast geschafft hat oder schaffen wird, auch sag mal, in den kommerziellen Bereich reinzugehen, also dass man wirklich auch damit vielleicht ein paar Euro verdienen kann. Also es gibt eine ganze Menge an Umsetzungen. Ich habe mal ein Beispiel rausgegriffen, ein bisschen größer gemacht. Das ist die Visualisierung der Wartezeitenstatistiken aus unserem Bürgerservice. Wenn Sie mal, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, die Größe der Kreise, also rechts ist da die X-Achse, die horizontale, da sind die Uhrzeiten in den grünen Feldern und vertikal sind die Tage, also montags bis samstags. Und die Größe der Kreise zeigt, wie lange man warten musste. Ne? Also wir geben die Daten in Echtzeit raus und ein Berliner Entwickler hat sich die gekrallt, speichert die und er visualisiert die Verläufe über 6 Wochen rückwirkend. So, und wenn man da drauf guckt als Mörser Bürger, dann darf ich mich nicht mehr beschweren, dass ich montags mittags 2 Stunden gewartet habe und auf die Verwaltung motzen. Dann sagen wir nämlich, hättest du mal da reingeguckt, dann hättest du gesehen, geh mal freitags morgens, dann wartest du nämlich unter 5 Minuten. Also, was willst du? Mittlerweile gleichen sich die Kreise an, weil die Leute schon merken, ja, es gibt Unterschiede und vielleicht lohnt sich es sich, hier mal so als Bürgerservice einfach mal reinzugucken. Eine schöne Anwendung. So, und dann gehen wir hin und sagen, okay, wir überlassen es nicht einfach dem Zufall, dass jetzt mit unseren Daten was passiert. Wir veranstalten jetzt im April den 2. Hackday im Mörser Rathaus, da gibt es Freifunk, hört, hört. Und wir hatten im letzten Jahr 60 Entwicklerinnen und Entwickler da oder Interessierte da, die an 2 Tagen in unserem Ratssaal und den angrenzenden Sitzungsräumen gehackt haben und dann Anwendungen entwickelt haben. Ganz spannend, von jungen Schülern bis zum Mitglied des Seniorenbeirats, war alles vertreten. War eine coole Sache und wir werden das jetzt auf jeden Fall vorantreiben. Und wir haben seit Anfang Januar auch ein Open Knowledge Foundation Lab am Niederrhein, ein regelmäßiger Treff von Coderinnen und Codern und Interessierten, die mit offenen Daten arbeiten wollen, sodass wir auch in der Community einen konkreten Ansprechpartner haben, wenn wir sagen, guck mal, hier haben wir coole Daten, wollt ihr damit nichts machen? Oder wir, die werden an uns herantreten und sagen, also wir haben eine coole Idee, habt ihr die Daten dafür? Also da entwickelt sich gerade ein sehr intensiver Austausch mit denen, die Daten nutzen wollen. Dann nochmal ein kleiner Seitenhieb Richtung Land, nicht böse verstehen. Ich wende es ins Positive. Unser Land, Nordrhein-Westfalen, hat seit über 2 Jahren eine Open-NRW-Strategie und ist dabei, sie fleißig umzusetzen. Hat seit letztem Jahr ein Open-Data-Portal, ein sehr umfassendes, und ist gerade dabei, unendlich viele Datensätze zu akquirieren. Und veranstaltet jetzt am 27. Februar den ersten Hackday, auch in der Landesverwaltung, im Innenministerium, nee, Quatsch, nicht im Innenministerium, aber vom Innenministerium gesteuert, also vom CIO des Landes NRW. Es findet also ein reger Austausch statt, auch mit den Städten, die Daten liefern in Nordrhein-Westfalen, auch mit der Community. Nächste oder übernächste Woche gibt es ein Treffen mit allen OK-Labs im Innenministerium. Da wird darüber gesprochen, wie man die Community in Nordrhein-Westfalen fördern kann. Also es gibt da extrem viel Schwung und je mehr Länder sozusagen diesen Schwung entwickeln, desto besser ist es für das gesamte Thema. Ja, und dann noch ein Beispiel, ich glaube zum Abschluss meines Vortrages. Wir machen seit 3 Jahren ungefähr ein Projekt, das heißt Open Data und Schule. Da versuchen wir mit Studenten der Hochschule Rhein-Waal und einem Gymnasium in Moers mit offenen Daten im Unterricht zu arbeiten. Die Studenten haben dazu zum Beispiel eine Wahlergebnisplattform entwickelt, eine interaktive Plattform, die im Unterricht eingesetzt werden kann, mit der man sehr schön mit den Kids im Unterricht arbeiten kann zum Thema Wahlen. Da gibt es dann noch zusätzliche Informationen wie Bevölkerungsdaten in den Stadtteilen und so weiter, sodass wir Interpretationsstoff an die Hand geben, um bestimmte, ich sag mal, politische Ergebnisse zu interpretieren und Ideen zu entwickeln, wie das funktioniert. Und wir sind in 9., 11. und 12. Klassen gewesen, in mehreren Unterrichtseinheiten. Es klappt wunderbar und zeigt so als Pilotprojekt, wie man auch im Bildungsbereich mit offenen Daten wunderbar arbeiten kann.
Das Land hat sich übrigens jetzt dazu entschieden, diese Plattform weiterzuentwickeln und nimmt dafür auch Geld in die Hand, um sie allen Schulen in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung stellen zu können oder deutschlandweit. Ist ja eine Open-Source-Lösung. Also ganz spannend. Sollte man vielleicht im Hinterkopf haben, wenn es darum geht, was passiert eigentlich mit offenen Daten. Also die Zielgruppe ist nicht nur die Community oder die Wirtschaft, die vielleicht Innovationen daraus entwickelt, sondern Wissenschaft und Bildung, Verbände und andere sind genauso Zielgruppe für offene Daten. Den internen Nutzen, den spare ich mir jetzt mal. Also auch wir nutzen mittlerweile offene Daten selbst, um unsere Prozesse zu verbessern. Das vielleicht nochmal so als kurzen Einwurf, da könnten wir dann nach der Mittagspause nochmal drüber sprechen. Vielleicht nochmal ein technischer Grund für die kommunalen Vertreter, die hier sind. Es gibt völlig unterschiedliche Möglichkeiten, offene Daten zu publizieren. Irgendwie müssen sie ja ins Netz. Es gibt zum Beispiel die Stadt, die Gemeinde Wennigsen, die hat einfach in irgendeinem Laufwerk im Web, auf dem Webserver einfach die Daten abgelegt. Ne? Ganz einfach, wie im Windows Explorer sozusagen. Dann machen wir es über unser normales Redaktionssystem. Also wir haben keine zusätzliche Software dafür angeschafft. Dann gibt es eben diese Open Data Portale, die meistens auf der Open Source Lösung CCAN basieren. Mittlerweile haben wir auch ein eigenes, nämlich das hier vom Kommunalen Rechenzentrum am Niederrhein. Hier, das ist ein mandantenfähiges Portal, in dem alle Kommunen, die möchten, ihre Daten reinladen können. Man hat dann eine Ecke, sage ich mal, aber man hat auch eine überfassende Suche über alle Datensätze. Und dann gibt es eben sowas wie das Transparenzportal in Hamburg, in dem nicht nur offene Daten landen, sondern auch Dokumente. Das ist natürlich sozusagen das Vorzeigemodell der Transparenz in Deutschland im Moment. Hut ab, was da geleistet wurde und so als Slogan, was hinter allem steht, dass man, wenn man offene Daten herausgibt, schaffen wir Ermöglichungsräume. Das soll nochmal darauf hindeuten, dass wir keine Garantie haben, dass unsere Daten genutzt werden. Also es gibt Datensätze, die vielleicht nie jemand sich anguckt. Aber wir schaffen, wir gehen nicht mit einem konkreten Ziel da rein, sondern wir sagen hier, wir schaffen einen Ermöglichungsraum, bitte nutzt das. Und wenn nicht, haben wir alle Pech gehabt, dann müssen wir in 10 Jahren vielleicht die Projekte wieder einstampfen. Aber ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Ein Hinweis für die kommunalen Vertreter, aber vielleicht für alle anderen. Es gibt ein Positionspapier der KGST zu diesem Thema. Das sind, weiß ich, 30, 40 Seiten geballte Power in Sachen, wie geht man Open Data an, was muss man beachten. Kann man kostenlos herunterladen, ist das einzige Produkt der KGST, das unter einer CC-Lizenz steht. Also das wäre für alle, die so praktisch rangehen wollen, nochmal ein Hinweis. Da können Sie nachlesen, wie es funktioniert. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Arndt. Gibt es zu dem Vortrag Fragen, Nachfragen? Herr Hasse. Kurze Frage. Wenn Sie was ins Netz stellen wollen, hatten Sie ja gesagt, Datenschutz spielt eine Rolle, also personenbezogene Daten werden nicht ins Netz gestellt, es sei denn, es liegt eine Einwilligung vor. Wenn Sie jetzt ein Dokument haben, das interessant ist, das veröffentlicht werden sollte und es finden sich so ein ganz bisschen personenbezogene Daten drin, ist das dann für Sie blockiert oder was machen Sie da, sowas wie Schwärzen oder sowas? Ja, also bei Daten, also bei Dokumenten würde man schwärzen, das ist schon richtig. Da machen die Hamburger auch sehr intensiv im Transparenzportal. Bei uns ist es schon so, klar, wir gucken. Ein Beispiel wäre unsere Wahlergebnisstatistik. Das ist, eigentlich ist es nur Zahlenmaterial, aber es gab eine Spalte, in der die Telefonnummern und die Ansprechpartner der Hausmeister in den Wahllokalen abgespeichert war. Die haben wir rausgeschmissen. Also wir haben jetzt nicht den ganzen Datensatz verworfen, haben gesagt, okay, so können wir die Daten nicht rausgeben. Das wäre sozusagen Verstoß gegen das Datenschutzrecht. Ansonsten, klar, wenn wir das nicht ohne großen Aufwand bereinigen können, wäre das blockiert. Ja. Ich wollte nur ganz kurz, also das mit GovData stimmt, dass Thüringen sich daran nicht beteiligt und das ist zumindest vor 1,5 Jahren, glaube ich, nein, vor 2 Jahren gab es einen Antrag, dass Thüringen sich daran beteiligt ist, von der damaligen Koalition abgelehnt wurden.
Und ist jetzt innerhalb dieses Transparenzgesetzes, was wir für Thüringen planen, steht es mit auf der Tagesordnung oder ist zumindest mit gedacht von den zuständigen Ministerien, beziehungsweise ich gehe davon aus, auch von Herrn Dr. Hasse. Das vielleicht vorweg, also ich hoffe zumindest, dass es da kommt und dank Ihnen jetzt nochmal aktuell auf dem Schirm. Dahinter steckt aber ein grundsätzlicheres Problem. Jetzt weiß ich nicht, wie das in Nordrhein-Westfalen ist. In Thüringen ist sozusagen problematisch, dass formal haben wir das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft, digitale Gesellschaft. Denken jetzt alle, okay, alles, was irgendwie was mit digitaler Gesellschaft, Internet, Daten und so weiter zu tun hat, geht dieses Ministerium an, dem ist aber nicht so, weil die komplette IT-Verantwortung liegt beim Finanzministerium, weil ja letztlich Mittel, Gelder zur Verfügung gestellt werden müssen. Und dann hat aber jedes Ministerium noch einen eigenen Einzelplan zum Thema IT, eigene Software, Hardware und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt überhaupt keine Grundzuständigkeit. Das macht sich dann, um mal so ein vielleicht auch etwas praktischeres Beispiel zu bringen, bemerkbar. Es gab in der letzten Legislatur einen einzigen Beschluss, der von der damaligen Opposition überhaupt durchgegangen ist im Landtag, nämlich ein Antrag, dass jedes Ministerium eine verschlüsselte Kommunikationsmöglichkeit zur Verfügung stellen muss. Dem hat die damalige Koalition zugestimmt, das bis heute nicht umgesetzt, weil niemand weiß, welches Ministerium ist denn nun dafür zuständig und wer organisiert es denn, bei wem fallen die Kosten an, weil jedes Ministerium natürlich versucht, möglichst viel Gelder für sich zu behalten, freizuhalten, anstelle sie zum Beispiel in sowas oder sowas zu investieren. Frage? Wie ist das denn in NRW geklärt, wenn ich mir das hier anhöre mit Hackday und so weiter, total spitze? Können wir da für Thüringen was lernen, indem man einfach sagt, das macht jetzt eben beispielsweise das Ministerium für digitale Gesellschaft? Ja, also erstmal ist es ja sowieso verwunderlich, dass ein Kommunaler das Land lobt, das ist ja eher selten, aber an der Stelle mache ich es gerne. In Nordrhein-Westfalen ist es so, es gibt seit geraumer Zeit einen CIO, der sich um alles, was Digitales angeht, kümmert. In seinem Bereich ist eine Stabsstelle eingerichtet worden, Geschäftsstelle, die eben diesen ganzen Open-Government-Prozess von Open-Data über Bürgerbeteiligung bis hin zur Kollaboration auch behördenübergreifend steuert. Mammutprojekt und es ist im Vorfeld, bevor diese Gründung stattgefunden hat, ich glaube federführend von der Staatskanzlei oder vom Innenministerium, diese Open-NRW-Strategie aufgesetzt worden. Zwei umfangreiche Dokumente, die man auch runterladen kann. Also da ist sozusagen dieses Geschäft zentralisiert worden, weil man dem Digitalen doch so einen hohen Stellenwert zugemessen hat, offensichtlich, dass man gesagt hat, wir müssen diese Zuständigkeiten bündeln. Das ist sozusagen in NRW gelaufen. Kurze Frage, unter welcher Lizenz werden die Daten in MIRS oder bei OpenNRW veröffentlicht? Also wir veröffentlichen unter der Deutschland-Lizenz 2.0.0. Also verzichten auf jegliche Quellangabe, also die sind völlig unbeschränkt. Es gibt, also OpenNRW, soweit ich weiß, auch unter der Datenlizenz Deutschland Zero. Es gibt andere, die nutzen die CC BY-Lizenzen, aber das ist, da muss jede Kommune sozusagen für sich selbst entscheiden. Wir haben gesagt, wir haben als kleine Kommune mit einer Justiziarin, die ich damit nicht trauen wollte, mit diesem hochspeziellen Thema, wir haben uns an die Lizenz des Bundesinnenministeriums gehalten. Und ich denke, da gibt es genug schlaue Rechtsexpertinnen und Experten, die sich da Gedanken darüber gemacht haben und das abgesichert haben. Deswegen haben wir uns auf diese Lizenz zurückgezogen. In der Community selbst ist sie relativ kritisch diskutiert worden, weil da hätte man lieber eine CC-Lizenz gehabt, weil die internationale Gültigkeit hat. Aber da gibt es eben rechtliche Feinheiten, die ich nur in Teilen überblicken kann. Und haben wir gesagt, wir halten uns an das Offizielle und das machen viele andere auch. Ja. Jetzt ist ja so, dass Stadt Moers sozusagen eine Art Vorreiterrolle inne hat, was Open Data angeht. Wir in Thüringen stehen andersrum vor dem Ganzen, nämlich
wir wollen versuchen, als Land uns Hamburg, Rheinland-Pfalz und so weiter anzuschließen und als Land da voranzugehen. Frage, welche Unterstützungsmöglichkeiten benötigen denn Kommunen, wenn man will, dass Kommunen Open Data mit praktizieren? Jetzt aus Ihrer Erfahrung heraus, was könnte das Land da begleitend anbieten? Ja, das ist eine sehr schöne, spannende Frage. Also auch darüber haben wir mit unserem Land gesprochen. Das Land war ja später als wir sozusagen am Start, muss man dazu sagen. Also wir hatten schon so ein paar Erfahrungen gesammelt. Das Land ist aber so frei gewesen, hat gesagt, okay, wir tauschen uns eng mit euch aus. Das ist erstmal sozusagen das wichtigste Element, dass man in den Dialog tritt, dass man Dialogbereitschaft signalisiert und dann auch wirklich miteinander spricht. Als Kommunen, die wir in Mörs ja relativ, in Nordrhein-Westfalen relativ stark vertreten sind, mit Köln und Bonn noch zwei ganz große Vertreter der Open Data Welle. Wir hätten die Wünsche, dass man erstmal bestimmte Fragen, Grundsatzfragen von Landesseite her klärt. Könnten so lizenzrechtliche Probleme sein oder technische Probleme, die sozusagen alle gleichermaßen betreffen, dass man da eben auch bereit ist, die Informationen, die man mit dem eigenen Stab erarbeitet, dass man die auch teilt. Da gibt es aber sehr gute Ansätze schon zu. Was auch sehr spannend wäre, wäre das ganze Thema der Projektförderung. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel sieht, es entsteht in einem OK-Lab oder jetzt in so einem schulischen oder studentischen Projekt eine tolle Lösung, aber die Beteiligten sind gar nicht in der Lage, vom Know-how her, das wirklich zu Ende zu entwickeln, dass man einfach da eine Projektförderung vielleicht in relativ geringem Umfang, sicherlich ist das nur erforderlich, dass man das ermöglicht und einfach gute Beispiele auch fördert und ja letztendlich bis hin zur Start-up-Förderung und all diese Dinge kann man sich da vorstellen. Unser Land hat sich jetzt dazu entschieden, auch diesen ganzen Prozess der Community-Bildung ein bisschen zu unterstützen. Das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, denn auch nicht nur die Kommunen stehen am Anfang dieser Entwicklung, auch die Gesellschaft ist in vielen Fällen noch gar nicht sozusagen auf Open Data vorbereitet. Die Community der Entwickler ist relativ überschaubar noch in Deutschland. Der Wissenschaftsbereich hält sich nach meiner Warnung noch komplett zurück. Auch da gibt es viele Ansätze, Dinge zu fördern. Ein ganz wichtiger Punkt wäre, so ein Stichwort Open Government in die Ausbildung der Landesbeamten reinzubringen oder überhaupt in die Ausbildungsberufe der öffentlichen Verwaltung oder in die Lehrerausbildung, denn auch da gibt es ganz viel Nachholbedarf. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten der Förderung auf jeden Fall. Und das hat nicht immer nur was mit Geld zu tun. Wir sind weit fortgeschritten in der Zeit. Die letzte Frage würde ich jetzt trotzdem noch stellen lassen. Dankeschön. Mein Name ist Anke Dassler. Ich bin unter anderem Mitglied in der Bürgerinitiative und eine davon ist ein Bauherrenverein Reichweite Jena. Meine Frage geht dahin, haben Sie in Ihrer Kommune schon den elektronischen Bauantrag und haben Sie da schon Erfahrung damit gesammelt? Haben wir nicht. Leider nicht. Darf ich Ihnen noch mal einen kleinen Tipp dazu geben? Auch sensibilisieren die Kommunen. Wir haben ja jetzt riesige Fortschritte politisch gemacht mit Thüringen bekommt mit eines wirklich der besten Gesetze des sozialen Wohnungsbaus, also das, was schon ein bisschen vorliegt, sind sie wirklich sehr gut. Und wir haben jetzt die Abschreibung. Das heißt, eigentlich könnte es losgehen, wenn es nach den Baufirmen geht, ich würde im August zumindest die ersten Rohbauten stehen haben. Das Problem ist aber mit den Mitarbeitern in Bauämtern, muss ich dazu sagen, und gerade Jena, Erfurt, Weimar, da gibt es ja auch in Erfurt eine Initiative, die das gerne beschleunigen möchte. Und ich habe mir die Mühe gemacht, nachdem Jena aber in ihrem Konzept drin hat, da ist, sage ich mal, das einzig Gute, weil sich den Herrn Peisker mal anrechnet, der Grünen, die haben also im Konzept Oktober festgelegt, wir wollen den elektronischen Bauantrag, ist im Stadtratbeschluss. Und da habe ich mal vorher angerufen, ein paar Unternehmen, die das anbieten. Sitzen natürlich alle in Westdeutschland, aber nicht so schlimm. Und da habe ich mich mit zwei, drei Firmen mal unterhalten, wie denn das überhaupt technisch aussieht und wie ich als Bauherr jetzt günstig arbeite. Der Hintergrund ist nur, ich bekomme dann die Antworten der öffentlichen Träger normalerweise als Bauherr alles sichtbar. Ja? Also es ist so möglich, dass ich ganz transparent sehe. Heute ist es ja noch so, ich trage drei Ordner in die Bauämter und wenn ich
zwei Monate später anrufe, wie weit seid ihr denn, kann es sogar sein, die sagen, na, die haben wir noch nicht bearbeitet, die sind einfach falsch sortiert. Mhm. Das war wirklich mal. Ne? Das heißt, da ist der Architekt hinmarschiert und hat den Ordner, hätten sie ja gleich mal sagen können. Gell? Mhm. So, und dann sagte er mir, ja, wir könnten eigentlich alles öffentlich machen, aber Frau Dassler, ich möchte Ihnen mal sagen, die Kommunen wollen das gar nicht. Das heißt, die geben uns Grenzen vor und sagen, also so weit darf sie gehen mit dem Bauherrn und das nicht. Und da wollte ich nur mal ein bisschen sensibilisieren, da wir ja auch viel bauen möchten demnächst, dass vielleicht auch von der Politik der Anreiz kommt. Ich meine, Jena werde ich jetzt schon dafür sorgen, dass der Herr Peisker das so schnell wie möglich umsetzt. Da wäre ich da schon als Bürger sogar Druck. Aber dass wir den elektronischen Bauantrag eigentlich vom Beschluss der Politik überall schon einführen könnten. Übrigens, eine ist sogar in Erfurt, diese eine, die ich angerufen habe, sind sogar in Erfurt schon aktiv. Da brauchen Sie nur anzurufen, Ihr Open Government, was die machen in Erfurt, die haben das auch in der Tasche, können Sie gleich sofort loslegen damit. Und das ist das, wo ich sage, ich will ja nicht nur wissen, was macht die Verwaltung oder kann ich mal ein Gutachten einsehen, wo ich manchmal betteln muss als Bürger, darf ich das Gutachten sehen, sondern es geht auch darum, dass man schnell da reagiert wird und dass wir so schnell wie möglich die Anträge durchbekommen und vor allen Dingen dann elektronisch sehen, wo hakt es, welcher Träger öffentliche Belange hat vielleicht noch nicht geantwortet, dann kann ich als Bauherr nämlich hinrennen und sagen, ich warte, ich nehme es gleich mit. Na, also ich habe einmal durch, nur dazu, weil das nicht lange dauern muss, nur ganz kurz, wir hatten mal eine Anfrage gestellt ans Bauamt. Ja. Nichts Persönliches. Nee, ich habe nur einen Antrag gestellt und das wurde von den Herrn Illing also positiv beschieden, hat gesagt, brauchen Sie das Bauamt und dann wurde innerhalb von 9 Arbeitstagen sämtliche Träger öffentliche Belange befragt. Und da waren die Ergebnisse da. Ich wollte nur sagen, es kann ganz, ganz schnell gehen. Ja, alles klar. Ja. Okay. Danke. So, ich würde sagen, da nicht viel drauf zu antworten ist, sicherlich gehen wir in die Mittagspause. Die haben wir uns alle redlich verdient. Eigentlich war geplant, dass